Moin, moin, meine lieben Löffel. Herzlich willkommen zum Tagestrash. Wir haben heute einige Themen auf dem Programm. Es gibt Famefighting, es gibt Beef, es gibt Liebesupdates, Trennungsgerüchte, alles Mögliche. Deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Wir fangen jetzt direkt an. Und zwar mit dem Thema Famefighting. Aber bevor wir starten, denkt dran, auf jeden Fall diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr immer auf dem Laufenden bleiben möchtet. Das ist eine Win-Win-Situation, denn ihr verpasst nichts mehr und ich bekomme einen Push für den Algorithmus und die Reichweite. Falls ihr öfter auf meinem Kanal unterwegs seid, dann wisst ihr wahrscheinlich, dass das Famefighting-Boxkampf-Event auch dieses Jahr wieder stattfinden wird. Jetzt wurden peu à peu die ersten Kämpfer bekannt gegeben und der Fight, über den aktuell bereits am meisten gesprochen wird, ist der zwischen Emmy Russ und Valentina Doronina. Beide haben sich auch mündlich dazu zu Wort gemeldet und schon mal ein bisschen Trash-Talk gemacht, aber bevor wir uns das anschauen, will ich einmal kurz mit euch durchgehen, wer sonst noch angekündigt wurde. Und zwar als erstes haben wir hier Lena Shiviora, hat sie Beef mit irgendwem? Also sie hat so ein kleines bisschen Beef mit Paulina Ljubas gehabt, wegen dieser Tommy-Sache. Ansonsten, glaube ich, hat sie aktuell keinen Beef, keine Ahnung, gegen wen sie kämpfen könnte. Auf jeden Fall ist sie die erste Kämpferin, die angekündigt wurde. Lena kennen wir unter anderem von Temptation Island, ganz, ganz lange her, und Love Island zum Beispiel. Und der zweite Kämpfer, der angekündigt wurde, ist Botch. Wahrscheinlich werden sich die meisten von euch auch noch an Botch erinnern, denn auch seine Fernsehauftritte sind nicht allzu lange her. Er hatte sein Debüt ebenfalls bei, oder nicht, also Lena hatte ihr Debüt nicht bei Love Island, aber sie hat dort mitgemacht. Und in einer weiteren Staffel später hat auch Botch mitgemacht. Hat dort angebandelt, erst mit, sowohl mit Carina ein bisschen, als auch mit Sondrine. Und danach haben wir ihn bei Ex on the Beach als Ex von besagter Carina gesehen. Und der nächste Kämpfer ist Jakub Merlan Jarecki, der Ehemann von Kate Merlan. Ja, da sind wir auch mal gespannt. Letztes Jahr sollte eigentlich Patrick Fabian, der angeblich ein bisschen mit Kate rumgeturtelt hat, da war nie so ganz klar, ob das jetzt Promo ist oder wirklich echt, aber dieser Patrick Fabian hat eine Zeit lang Kate gedatet, als sie Single war. Und hatte da auch ein bisschen Insta-Beef mit Jakub. Eventuell will dieser Patrick Fabian ja nochmal mitmachen, weil er es eben letztes Jahr nicht konnte. Also vielleicht kommt das dieses Jahr zustande. Eine weitere Kämpferin ist Efi Maria, eine weitere Person, die wir von Love Island kennen. Soweit ich weiß, war sie sonst noch in keiner Show und ihre Love Island-Teilnahme ist auch noch nicht so lange her. Sie hat letztes Jahr dort mitgemacht. Ihr wisst ja, dass ich nicht die ganze Staffel verfolgt habe, weil sie mir ein bisschen zu langweilig war. Aber die ersten 5 Folgen habe ich gesehen und deswegen kenne ich auch die Efi. Und weiter geht's. Der nächste Kämpfer, der angekündigt wurde, ist Leon Legat, also der hat schon mal einen Kampfnamen, der Legator, nicht der Nominator, sondern der Legator, ist natürlich der andere Legat-Bruder. Thorsten Legat hat 2 Söhne, einmal Nico, den wir von Temptation Island kennen und der jetzt gerade bei Prominent getrennt zu sehen ist, und der andere Bruder ist Leon. Er war anscheinend schon mal bei Mein Mann kann, keine Ahnung, habe ich nicht mitverfolgt, ich kenne ihn überhaupt noch gar nicht. Sind wir mal gespannt. So, und damit kommen wir zu dem Kampf, über den aktuell wirklich viele sprechen, Emmy gegen Valentina. Schauen wir uns erstmal an, was Emmy dazu zu sagen hat. Das wurde nämlich, diese Ankündigung, auf dem offiziellen Account von Famefighting ebenfalls gepostet, zusammen mit dem Account von Emmy Russ. Mit dem Gedanken aufgewacht, eins meiner größten Fans glücklich zu machen. Mein Team hat nicht lange gebraucht, um diesen ausfindig zu machen. Ich habe da was bekommen. Ich habe andere Gegner angegeben, eine Christina Dimitrio, mit der würde ich sofort in den Ring gehen, habe ich gar kein Problem. Eine Jill Lange, eine Emmy Russ, da sind wirklich Disputes, da würde ich mit ihr in den Ring gehen. Alles klar, Valentina, du bist es also geworden. Glückwunsch, dein Idol nimmt die Herausforderung gegen dich an. Ich würde mal sagen, fang am besten jetzt schon an zu trainieren, denn wir wollen ja nicht, dass dein Traum zum Albtraum wird. Okay.
Unter dem Beitrag wurde natürlich bereits heiß diskutiert. Wer ist Team Emmy, wer ist Team Valentina, wer ist Team Keiner? Ich persönlich bin natürlich, oder was heißt natürlich, ich bin Team Keine. Ich sympathisiere jetzt weder mit Emmy noch mit Valentina besonders stark. Emmy fand ich damals bei Promi BB ganz cool, ganz amüsant, auch ganz tough. Danach ging es so ein bisschen bergab, muss ich sagen. Ist jetzt nicht mehr so mein Ding. Valentina ist auch sowieso nicht mein Ding. Aber in den Kommentaren hat sich ein Kommentar unter anderem gefunden von Melanie Thiele. Wer ist das? Das ist die Ex-Managerin von Valentina. Und Melanie Thiele schreibt, Valentina trainiert mittlerweile täglich. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Ja. Ist natürlich die Ex-Managerin, deswegen hat sie da jetzt keinen direkten Bezug zu, aber sichere Quelle, okay, hat sich auch als wahr herausgestellt tatsächlich. Denn Valentina hat kurze Zeit später in ihrer Story darauf reagiert und ja, natürlich war bereits vorher ausgemacht, dass die beiden daran teilnehmen und die Verträge wurden ausgehandelt. Natürlich postet auch diese Famefighting-Seite nicht so eine Ankündigung, wenn da noch nichts in trockenen Tüchern ist und wenn die Verträge noch gar nicht ausgehandelt wurden. Apropos Vertrag, das Lustige ist ja, falls ihr auch jetzt wieder hier öfter dabei seid, haben wir einmal irgendwann vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass Valentina auf der Famefighting-Seite geschrieben hat, Famefighting könnte sich die Gage für sie gar nicht leisten. Und dann hat Eugen geantwortet, zahlen könnten wir schon, die Frage ist, ob wir wollen. Ja, und sie wollen und sie können sich auch anscheinend die exorbitante Gage für eine Valentina Doronina leisten. Sie postet jetzt in ihrer Story, mir stellt sich nur die Frage, wer ist hier von wem das Fangirl? Valentina hat dann noch viele weitere Stories gepostet, unter anderem das hier, der Kampf von Jeanne Kaplan, also ihrem Verlobten gegen Gigi, den Jeanne ja gewonnen hat. Ne? Also Jeanne hat ja Gigi ordentlich vermöbelt und das kommentiert Valentina mit so, oder wie hättest du es gerne? Und auch dieses Bild hat sie noch geteilt, das sie anscheinend beim Training zeigt. Nun schauen wir uns noch an, was Valentina mündlich zu dieser ganzen Sache gesagt hat und zum Thema Emmy. Sie hat noch viele weitere Stories gepostet, die eben Emmy zeigen, wo Emmy über Valentina gesprochen hat. Das war super viel, das habe ich jetzt nicht alles abgefilmt, ist auch nicht so relevant, denn Valentina geht jetzt in diesem Statement hier auf die Situation ein und darauf ein, was Emmy halt so gesagt hat, wie sie provoziert hat in der Vergangenheit und was da eben das Thema war. Da schauen wir jetzt rein. Ich muss sagen, ich finde es immer noch ein bisschen amüsant, dass Valentina da jetzt doch mitmacht, nachdem sie gesagt hat, Famefighting könne sich die Gage ja überhaupt nicht leisten für sie. Um Valentina ist es ja in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger geworden. Kann auch daran liegen, dass sie wirklich fast alle Shows irgendwie schon mitgenommen hat. Eventuell steht bei ihr nicht so viel gerade auf dem Programm und sie braucht jetzt einfach wieder ein, neues Engagement. Ich hoffe, ihr amüsiert euch und findet meine Story genauso witzig wie ich. Die schreit ja echt vor Doppelmoral. Und ich habe ja echt schon eine Doppelmoral, aber es gibt echt Menschen, die übertreffen mich. Gibt es wenige, aber sie ist eine davon. Finde ich echt richtig witzig, wo ich das jetzt alles nochmal hier so rausgesucht habe und mir nochmal angeguckt habe. Wie das Ganze überhaupt angefangen hat, ist eigentlich ganz klar. Sie wurde ganz, ganz stark nervös, als ich bei Promi Big Brother war und Pink anhatte, genau wie jetzt. Ich glaube, jetzt scheißt sie sich auch gerade ein, weil Pink ist halt ne nur patentiert für sie. Definitiv. Und blond halt auch. Und dann hat sie mich nochmal gegoogelt und dann hat sie gesehen, ich habe am selben Tag Geburtstag und bin auch noch Russin. Da konnte sie nicht mehr. Da konnte sie auf jeden Fall nicht mehr. Mein Lappenfreund, aber kurze Frage erstmal, wo ist dein Freund? Wo ist deine Beziehung eigentlich? Wie lange ging die nochmal? Naja, ist auch egal, ne? Mein Lappenfreund, der war auf jeden Fall richtig lappig. Hat man gesehen. Definitiv. Ja. Ich bin so witzig. Auf jeden Fall habe ich diese Dame ja auch in der ersten Season herausgefordert. Das auch nicht nur einmal, ja. Also echt mehrfach. Ich habe ja drei Namen genannt, da war sie halt drunter. Und ich blende euch jetzt mal ein, was sie gesagt hat. Und dann fragen wir uns einmal. Ich habe tatsächlich auch schon mehrmals die Anfrage bekommen. Aber ich muss dazu ehrlich sagen, Boxen
sich die Fresse einschlagen zu lassen und einzuschlagen anderen Leuten, das ist was für Ghetto-Viber. Also das passt ja auf diesen Esel von Shrek 1:1 zu, aber nichts für so elegante, hübsche Barbies wie mich. Versteht sich? Und dieser Esel von Shrek, kommen wir nun zum Thema Liebe und zu neuen Gerüchten. Hier gibt es mal wieder ein Trennungsgerücht. Und zwar Anna und Dominik Stuckmann. Die beiden kennen wir ja vom Bachelor. Dort hat Anna die Staffel gewonnen und ist seitdem ein Pärchen eben mit Dominik Stuckmann zusammen. Und sie hat jetzt das Folgende auf Social Media gepostet. Hallo ihr Lieben, ich habe mich hier die letzten Tage schon etwas zurückgezogen und bin zu dem Entschluss gekommen, erstmal eine Social Media Pause einzulegen. Sobald ich soweit bin, melde ich mich wieder bei euch. Aber gerade ist es einfach an der Zeit, mich auf wichtige Aspekte in meinem Leben zu fokussieren. So das Erste, was in solchen Situationen einem in den Kopf kommt, ist wahrscheinlich ein neues Format. Bezweifle ich ehrlich gesagt bei Anna. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sie aktuell dran teilnehmen könnte, muss ich sagen. Und bei ihr kam auch danach eh nichts mehr. Also vielleicht, wenn das einen Monat später wäre und das Sommerhaus wieder gedreht wird und da Dominik und Anna zusammen drin wären, okay, Temptation Island glaube ich sowieso nicht bei Anna und Dominik. Und bei Anna denke ich tatsächlich eher, dass da irgendwas passiert ist und sie sich aus privaten Gründen gerade zurücknimmt. Viele Fans vermuten nun, dass Anna und Dominik sich eventuell tatsächlich getrennt haben. Warum könnte das so sein? Naja, es wäre nicht ganz so abwegig, denn es gab schon zu Promi-BB-Zeiten vor ein paar Monaten das Thema Trennung. Denn Dominik hat im Promi-BB-Container darüber gesprochen, dass er und Anna zuletzt nicht so eine ganz tolle Phase hatten und dass das alles nicht mehr so richtig super zwischen den beiden gelaufen ist. Aber als er da im Container war, hat er sie wieder richtig vermisst und hat die Beziehung wieder richtig wertgeschätzt und so. Und anscheinend war dann wieder alles okay. Ja, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht haben sie ihre Probleme eben doch nicht in den Griff bekommen und jetzt haben sie sich vielleicht wirklich getrennt. Dominik hat sich folgendermaßen dazu geäußert und zwar ach ja, es erreichen mich unzählige Nachrichten zu Annas Social Media Pause. Anna wird sich diesbezüglich sicherlich bei euch melden, wenn ihr danach ist. Habt einen schönen Abend. Und er hat noch was anderes geschrieben. Und zwar wollte ein Fan wissen, oh nein, ist aber nicht etwas mit Sola wegen dem Bild, also mit dem Hund, den man hier sieht. Und Dominik sagt, nein, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, Sola geht's super, sie ist bei Anna und wohlauf. So, und wegen diesem Satz vermuten oder und wegen der Vorgeschichte vermuten eben viele Fans, dass es da eventuell eine Trennung gegeben haben könnte, weil Dominik eben schreibt, dass dieser Hund bei Anna ist. Und er hat nicht geschrieben, der Hund ist weiterhin bei uns oder irgendwie sowas, sondern eben bei Anna. Es hört sich so an, als wäre Anna woanders und nicht bei Dominik. Naja, wir warten jetzt einfach mal ab und gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Nun kommen wir mal wieder zum Thema Kim Virginia, denn Kim Virginia hat eine Fragerunde gemacht und dort wieder einiges ausgepackt, wovon ein paar Sachen vorher nicht bekannt waren. Wir fangen einfach mal an und zwar erstmal mit den schriftlichen Fragen, die sie beantwortet hat und die ich als relevant empfinde hier für diesen Trash-Kanal, beziehungsweise also Fragen nach, ich weiß nicht, nach irgendwie Outfits oder sowas, irgendwas wurde, Parfüm, glaube ich, war das, ist für uns, glaube ich, jetzt nicht so relevant. Wir gucken uns jetzt die interessanten Fragen an und dann hat sie mündlich noch was zu Sandra und Tommy gesagt. So, erstmal wollte jemand wissen, wieso werden auf der Insta-Seite von Prominent getrennt nie Videos von dir und Emanuel gepostet? Und sie sagt, hatte doch meinen Backpfeifen-Ausraster. Was dann passiert ist und weshalb diese Drehs nicht vorhanden sind, kann man sich eventuell denken, mit einem Koffer und einem Zwinker-Smiley. Ja, natürlich, weil Kim Virginia dann rausgeflogen ist, ne? Ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ist auch nichts, was man jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich finde, das ist jetzt kein Spoiler, weil eben der Trailer offiziell bekannt gegeben wurde, weil das in der Vorschau zu sehen war, wie Kim eben diese Backpfeife verteilt. Und wir wissen alle, wie das im Trash-TV Gott sei Dank geahndet wird. Bei körperlicher Gewalt wird derjenige eben rausgeschmissen. Und deswegen kein Wunder, dass Kim nur so kurz dabei war. Ich muss sagen, ich weiß, dass sie viele Fans hat. Ich fand sie auch damals mal eine Zeit lang ganz unterhaltsam. Ich finde auch, dass sie durchaus das Potenzial hat, eine unterhaltsame Trash-TV-Persönlichkeit zu sein. Ich finde auch, dass sie rhetorisch sehr gewandt ist und Stories, die sie zum Beispiel vor ihrer großen Bekanntheit bei Insta erzählt hat, oft sehr, sehr amüsant erzählt wurden. Das ist ja auch eine
Kunst, sag ich mal, wirklich unterhaltsam eine Geschichte zu erzählen. Und deswegen fand ich sie eine Zeit lang eigentlich ganz cool. Hat sich dann gewandelt mit diesen ganzen Mobbing-Sachen, diese ganzen Beleidigungen und was dann da alles kam. Und ja, das ist mir einfach alles viel, viel zu drüber bei Kim und wirklich too much, was da immer abläuft. Ja, und jetzt die Gewaltattacke ist eigentlich nur das i-Tüpfelchen. Dann wollte eine weitere Person wissen, wann wieder im TV Vermisse dich. Und Kim sagt, nach Prominent getrennt wird ziemlich zeitnah ein sehr krasses Format kommen. Es treffen alte Feinde aufeinander. So, ich glaube, dass sie damit Beauty and the Nerd meint, weil es gibt Gerüchte, dass eben Kim eine der Beauties bei Beauty and the Nerd für dieses Jahr ist. Und wenn sie hier schreibt, es treffen alte Feinde aufeinander, glaube ich, dass sie damit Linda meint. Denn es gibt eben auch dieselben Gerüchte, dass Linda, Nobat hieß sie, glaube ich, Linda Nobat, dass sie ebenfalls eine Beauty bei Beauty and the Nerd ist. Und falls ihr euch noch dran erinnert, ganz, ganz damals, viele Jahre zurück, gehen wir jetzt mal, bei Nico Griesert in der Staffel war nämlich Kim Virginia und Linda Nobat war auch mit dabei. Linda ist weitergekommen. Deutlich weiter als Kim Virginia, aber die beiden hatten relativ am Anfang, bevor Kim Virginia rausgeflogen ist, einen ziemlich dicken Beef beim Bachelor. So, und deswegen denke ich, dass sie Linda mit ihrer alten Feindin meint. Was glaubt ihr? So, hier noch eine recht interessante Frage und zwar, würdest du am ehesten etwas starten mit Yassin, Paco, Gigi, Max oder Diogo? Und sie sagt, definitiv Max, habe ich wohl öffentlich noch nie gesagt, auch Max und ich hatten bereits mal angebandelt. Ja, wussten wir tatsächlich bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ist allerdings tatsächlich kein Wunder, finde ich, Trash-TV-Bubble, ich weiß nicht, also jeder mit jedem, die leben es da halt wirklich, ne, und dieses freundschaftliche Teil. Und das ist irgendwie so witzig, dass bei Prominent getrennt Max, wenn der jetzt einzieht, ich habe die Folge von heute noch nicht gesehen, aber mache ich auf jeden Fall, heute noch. So, der ist eingezogen mit seiner Ex-Freundin Luisa, die hatte er ja sowieso, mit ihr hatte er eh was. Dann mit Melina hatte er was, mit Sandra, das wussten wir alles und mit Kim auch. Witzig. Aber da fällt mir ein, wo wir schon bei dieser Frage sind, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wen würdet ihr nehmen? Mit wem würdet ihr am ehesten was starten? Und die Antwort, keiner gilt nicht, sondern wir reden hier auch nur, würde ich sagen, über was Körperliches. Denn die hier sind eigentlich alle so ziemliche Red Flags. Yassin, Paco, Gigi, Max oder Diogo. Ja, ich glaube, was Frauen angeht, sind alle fünf ziemliche Schlawiner. Aber wenn es nur ums Körperliche gehen würde, mit wem würdet ihr am ehesten was starten? Mal gucken, wer hier gewinnt. Ja, dann eine Story, die ich nicht ganz so amüsant finde, beziehungsweise überhaupt nicht. Das zeige ich euch hier, weil ich es mal wieder total daneben finde. Und zwar wollte jemand wissen, wieso hast du deine Lippen und Kinn auflösen lassen? Falls jemand nicht weiß, was damit gemeint ist, Kim hat ja überall Hyaluron drin gehabt und das kann man sich auch wieder entfernen lassen. Und dieser Prozess heißt, soweit ich weiß, Hyalase oder so ähnlich. Ich glaube, Hyalase heißt das, wo man eben quasi das Zeug wieder rausnimmt, damit man wieder natürlicher aussieht. So, und Kim sagt dazu, weil Lispel Quasimodo mit der Hexenlache gesagt hat, dass meine Lippen total hässlich sind und mein Aussehen beurteilt hat. War so traurig, dass ich meine Lippen dann auflösen lassen habe. Ja, Lispel Quasimodo, damit meint sie natürlich Layla. Ich weiß nicht, wo Layla Quasimodo-mäßig ist. Ist jetzt nichts, was mir einfallen würde. Also lispeln ist ja klar, weil jeder weiß, dass Layla lispelt. Aber das jetzt auch noch wieder herauszuheben oder hervorzuheben, finde ich wieder komplett daneben. Ja, und Quasimodo verstehe ich ehrlich gesagt eh nicht. Kann ich nur sagen, ich war mir schon bewusst dessen, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht, so, oh, Tommy hat noch versteckte Gefühle und Paulina und Tommy streiten sich jetzt bestimmt. Also ich kann euch sagen, Tommy hat nur versucht, nicht komplett auszurasten. Also in dem hat es gebrodelt und hat einfach nur versucht, nicht komplett outzubursten. Da ist er einfach ein besserer Mensch als ich, muss man sagen. Also der hat sich einfach nur versucht, zusammenzureißen und das Ding durchzuziehen, meinem Empfinden nach. Ja, zum Thema Tommy Pedroni habe ich ja gestern wirklich
viel gesagt. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen. Falls euch das interessiert, auch was Tommy selber zu dieser ganzen Sandra-Paulina-Sache gesagt hat, schaut euch mein Video von gestern an. So, aber wo wir gerade beim Thema Kim waren, können wir auch nochmal kurz auf Layla und Mike schauen. Denn Layla war jetzt gerade für eine Woche oder so im Türkei-Urlaub mit ihrem besten Freund Luca, ist jetzt wieder zu Hause und wieder vereint mit ihrem Mike, die ja in einer offiziellen Beziehung sind. Warum ist das wichtig? Weil es in den letzten Tagen Gerüchte gab, ob die beiden sich eventuell getrennt haben. Und zwar, weil Layla eine Fragerunde gemacht hat und da gefragt wurde, mit wem aus dem Dschungel hast du noch Kontakt? Und da hat Layla eben nicht von Mike gesprochen, sondern nur geschrieben, sie hat mit Fabio noch Kontakt und ich glaube Felix. Also ich meine, Fabio und Felix hat sie geschrieben, aber eben nicht den Namen Mike. Und da haben viele einerseits gesagt, naja, ich würde jetzt bei so einer Frage auch nicht meinen Freund, wo ja jeder weiß, dass ich logischerweise Kontakt mit dem habe jeden Tag, auch nochmal gesondert dahinschreiben. Andere dachten, weil sie ihn bewusst weggelassen hat, sind die beiden getrennt. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall, die beiden sind nicht getrennt, sondern weiterhin zusammen. Und wir bleiben beim Thema Liebe und kommen zu ein paar kleinen Updates, damit ihr wieder auf dem aktuellen Stand seid. Erinnert ihr euch noch an Marc? Marc haben wir damals kennengelernt bei Love Island. Dort ist er angebandelt mit Anna Iffländer und war danach auch recht lange in einer richtigen Beziehung mit Anna. Die beiden haben sich irgendwann getrennt, haben sich dann bei Ex on the Beach wieder getroffen und Marc ist nun in einer neuen Beziehung und zwar mit dieser Dame hier. The Home Habit heißt sie auf Insta, also keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr richtiger Name ist. Auf jeden Fall wird dazu geschrieben, mit den Augen zu, küsst sich so gut. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wir bleiben natürlich beim Thema Liebe und hier gibt es ein weiteres Liebes-Update. Wir gehen ein Step weiter. Sie kommen nicht gerade erst zusammen wie Marc und The Home Habit oder wie sie jetzt hieß, sondern sie sind schon länger zusammen, haben sich bei Ex on the Beach gefunden, Jermaine und Jessica. So, hier sieht man, dass die beiden jetzt eben in ihre erste gemeinsame Wohnung ziehen und auch hier natürlich herzlichen Glückwunsch. Als allerletztes Thema möchte ich euch eine Story von Gloria Glumer zeigen. Ich werde sie jetzt erstmal einspielen und euch dann meinen Verdacht sagen und bin mal gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Ihr merkt schon, ich mache diesen Und ich habe ja vor einer Weile gesagt, dass ich jemanden exposen will und eine riesen Lawine lostreten werde. Das war ungefähr vor 2 Wochen. Ich, dummer Mensch, habe ich mal natürlich wieder belabern lassen, um den Finger wickeln lassen, wieder 2 Wochen nach Strich und Faden belogen, verarscht worden, wie auch immer. Jetzt gibt es morgen diese neue Deadline. Und ich habe jetzt heute Abend, also gestern und heute, habe ich den ganzen Tag damit, nicht den ganzen Tag, aber sehr viel Zeit damit verbracht, alles Mögliche zusammenzusuchen, Beweise, alles, was ich posten könnte. Tja. Also danach ist jemand sein Leben zerstört. Aber anyways, ich will jetzt nicht zu viel plappern, weil, ja. Wenn ihr wüsstet, wirklich. Freunde, ich wollte euch... Ja, bis jetzt hat Gloria sich nicht weiter dazu geäußert und auf jeden Fall diese Person noch nicht exposed. Wer könnte es sein? Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass sie Nico Glumatz damit meint, also ihren Ex-Ehemann. Ich weiß nicht, ob die beiden mittlerweile schon richtig offiziell geschieden sind oder noch im Trennungsjahr, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die beiden ja nicht mehr zusammen und Gloria hat auch bereits einen neuen Freund. So, und es gab ja in der Vergangenheit, falls ihr meinen Trash-TV-Talk hier oder meinen Tagestrash öfter mal verfolgt habt, gab es ja durchaus öfter mal Situationen, wo Gloria sich in ihrer Story über Nico aufgeregt hat und auch des Öfteren gesagt hat, Leute, ihr wisst gar nicht alles, was abgelaufen ist und da gibt es noch viel mehr und ich überlege mir, ob ich was sage und so. Also das ist jetzt tatsächlich nicht das erste Mal, dass so eine Ankündigung kommt. Deswegen bin ich zu 99% davon überzeugt, dass sie Nico eben damit meint, auch weil sie halt von vielen Beweisen spricht und dass sie alles zusammensuchen will und so und das legt nahe, dass es da schon eine Person ist, die ihr sehr, sehr nahe steht oder eben sehr, sehr nahe stand, demnach, ja, Nico. Aber was denkt ihr?
Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie das Thema jetzt wieder aufkam. Da ist jetzt nichts Spezielles passiert. Also es gab da jetzt nicht irgendwie wieder ein Beef. Vielleicht ist da im Privaten was passiert. Das kann natürlich sein. Aber dann wissen wir natürlich nichts davon, ne? Und können das nicht beurteilen. Und ich glaube, für uns ist das mittlerweile auch langsam mal Schnee von gestern. Für mich zumindest. Man kann irgendwie die Sache auch langsam mal abhaken. Und ich glaube, es wäre auch für die beteiligten Personen, also Nico, Gloria und auch Glorias Freund, besser, wenn diese Sache irgendwann mal abgehakt wird. Gut, das war's mit dem heutigen Tagestrash. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare sehr, sehr gerne eure Meinung. Ich bin wie immer gespannt und vor allem interessiert mich die Frage, für wen werdet ihr sein beim Boxkampf Emmy gegen Valentina? Habt ihr da eine Favoritin oder könnt ihr mit beiden jetzt, sagen wir mal, nicht ganz so viel anfangen und hofft dann einfach, dass einfach die Bessere gewinnt und dass das eine unterhaltsame Show wird? So, fühlt euch gedrückt wie immer und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Muah.